Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Reihe NATO 2030, militärisch stark, politisch geeint, globaler orientiert. Mein Name ist Norbert Müller-Tillmann, ich bin Leiter des Regionalkreises Schwerin. Der Regionalkreis Schwerin zählt zwar nicht zu den Mitgliederstärksten, ist aber trotzdem ganz rege. Wir profitieren von einer intensiven Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, insbesondere mit der Bundeswehr. Dass sich auf diese Weise nicht nur das politische Zentrum Deutschlands, sondern auch die sogenannte Provinz mit sicherheitspolitischen Fragen befasst, ist nicht nur erfreulich, sondern es hat auch eine gewisse Logik. Wir leben in einer Zeit, in der vereinzelte Landesregierungen und Landesparlamente einen bemerkenswerten außenpolitischen Ehrgeiz entwickeln. Russland-Tage, das Projekt Nord Stream 2 stehen dafür. Darum geht es aber heute nicht, und das ist auch richtig so, denn die Palette sicherheitspolitischer Themen ist groß und es gibt auch andere wichtige Bereiche. Das Thema unserer heutigen Veranstaltung lautet: Neue disruptive Technologien, Auswirkungen auf Sicherheit, Verteidigung und Streitkräfte. Es ist nicht überraschend, dass man Auswirkungen des technologischen Wandels auch auf dem Gebiet der äußeren Sicherheit beobachten kann und muss. Das war schon immer so. Heute vielleicht geht es mehr als früher nicht nur um den Krieg im klassischen Sinne. Konflikte werden stets auf den Feldern und mit den Mitteln ausgetragen, die den gewünschten Erfolg versprechen. Für eine vertiefte Betrachtung des Themas haben wir einige herausragende Persönlichkeiten gewonnen. Hier nur wenige biografische Daten. Herr Dr. Sandro Geiken hat an der Humboldt-Universität Berlin Philosophie und Physik studiert. Er ist Gründer und Direktor des Digital Society Institute, European School of Management and Technology in Berlin, berät Bundesregierung und NATO in Fragen der Informationstechnologie, des Cyberkrieges und der Geheimhaltung. Herr Professor Carlo Masala hat Politikwissenschaften sowie deutsche und romanische Philologie an den Universitäten Köln und Bonn studiert. Seit 2007 ist er Inhaber der Professur für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München, außerdem Direktor des METIS-Instituts für Strategie und Vorausschau. Die Rolle des fachkundigen Moderators hat diesmal Herr Professor Joachim Krause übernommen. Professor Krause ist akademischer Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel und Geschäftsführer, Herausgeber von Sirius, der Zeitschrift für strategische Analysen. Herr Professor Krause, ich darf Sie dann bitten, jetzt zu übernehmen. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir gleich in medias res. Wir sprechen heute über neue disruptive Technologien. Viele haben Probleme damit, überhaupt das Wort auszusprechen. Ich möchte als erstes übrigens nochmal entschuldigen, dass Frau Sinjen heute nicht die Moderation macht, wie letztes Mal, aber sie ist heute verhindert. Wir haben versucht, weiblichen Nachwuchs zu finden, aber das war schwierig, Ersatz zu finden. Deswegen muss ich heute als alter weißer Mann diese Funktion ausfüllen. Aber kommen wir jetzt zum Thema neue disruptive Technologien. Die meisten können sich darunter eigentlich nicht so richtig was vorstellen. Und vor allen Dingen nicht über Technologien, die was mit Sicherheit zu tun haben, natürlich mit Computer, Hacking und solchen Sachen. Aber das eigentliche Problem, was sind eigentlich disruptive Technologien von militärischer und sicherheitspolitischer Relevanz, das steht eigentlich heute im Mittelpunkt. Ich
Frage ist, welche müssen wir fürchten, welche müssen wir nicht fürchten, sondern nutzen? Wie lange bleibt welche Technologie eigentlich wirksam? Und gibt es auch Windows of Opportunity bei disruptiven Technologien, wenn diese nur für kurze Zeit wirksam sein können und so weiter und so fort? Wir haben heute zwei Experten bei uns, die schon vorgestellt worden sind. Und ich möchte als erstes Herrn Geiken bitten, uns einfach mal aus seiner Sicht zumindest im Bereich des Cyberraums Technologien vorzustellen und deren disruptiven Charakter, um dann zu sehen, was daraus für sicherheitspolitische Probleme resultieren. Später wird dann Professor Masala sozusagen den größeren, breiteren Bogen spannen und fragen, was das eigentlich für die NATO bedeutet. Beide sollen ungefähr 15 Minuten reden. Und Herr Geiken, habe ich gehört, wird schon um 18.30 Uhr uns verlassen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist gut, dann müssen wir sehen, dass wir die Diskussion nachher entsprechend aufbauen. Ja, damit würde ich jetzt Herrn Geiken das Wort geben. Herr Geiken, Sie haben den Floor, wie man so schön sagt. Ja, vielen Dank, Herr Krause. Also ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf und will Ihnen gerne so ein bisschen Einführungsmaterial geben für unsere Diskussion. Ich bin Experte für alles, was so digitale Technologien angeht, in Kriegsführung, taktisch und strategisch, alles Mögliche, was man da machen kann. Und da hat sich tatsächlich die letzten Jahre sehr, sehr viel getan. Viel davon werden Sie auch immer wieder mal mitbekommen haben in den Nachrichten. Wir haben also nach wie vor ein sehr großes Problem mit Cybersicherheit und Hacking. Das ist also was durchaus in keiner Weise weg ist. Wir haben es jetzt mal wieder gemerkt bei der Colonial Pipeline. Es ist ein bisschen ruhiger geworden um dieses Thema, weil natürlich Corona viel öffentliche Aufmerksamkeit weggenommen hat, dann aber auch, weil sehr viele Akteure sich sehr stark auf wirtschaftliche Ziele verlegt haben, nicht mehr so stark strategische Ziele angehen. Und sowohl die strategisch betroffenen Bundesinstitutionen zum Beispiel, als auch die Großkonzerne, wenn die angegriffen werden mit entweder strategischer oder Industriespionage, beide sind nicht besonders gut in der Öffentlichkeitsarbeit an der Stelle und erzählen das normalerweise nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir immer noch eine große Vielzahl von Cyberangriffen haben, von denen wir inzwischen von einer Vielzahl auch davon ausgehen, dass staatliche Akteure dahinter stehen. Dazu gehören zu großen Teilen auch Angriffe auf die Wirtschaft. Ja, also wir haben zum Beispiel Akteure wie Nordkorea, die sehr aktiv sind in Ransomware, also diese Erpressersoftware, die man auf seinen Rechner bekommt und gerade so bei mittelständischen Betrieben sehr aktiv sind in Ransomware, weil sie damit internationale Sanktionen umgehen können. Es ist also schon seit vielen Jahren ein Geschäftsmodell der Nordkoreaner, Geld zu verdienen mit Ransomware-Angriffen im Westen. Also viele Sachen, die uns da kommerziell vorkommen, sind in der Tat tatsächlich auch strategisch, weil damit zum Beispiel auch ganz wesentlich dann das nordkoreanische Atomprogramm mitfinanziert wird und solche Dinge. Wir haben aber auch strategische Akteure, die dann ganz überraschende Dinge tun. Wir hatten jetzt zum Beispiel ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich gar nicht mehr bei meinem Institut, sondern bei einem privaten Nachrichtendienst, den wir aufgebaut haben, Monarch. Und da hatten wir jetzt die letzten Monate auch ein paar Vorfälle gesehen, die so ein bisschen aus dem Rahmen geschlagen sind durch Corona. Corona hat also tatsächlich auch viele Akteure, die vorher ganz konventionelle, langweilige strategische Spionage gemacht haben mit ihren Hackern, ein bisschen dazu gebracht, umzudenken. Einige sind aggressiver geworden, andere haben den Fokus umgelegt. Einige denken schon an den Wiederaufbau ihrer Wirtschaft und fangen an, solche Dinge zu machen wie Nordkorea, dass sie sich verlegen auf stärker kriminell, finanziell orientierte Geschäftsmodelle. Aber da hatten wir dann auch erstaunliche Sachen dabei, wie zum Beispiel chinesische Bankräuber. Ja, also es gab eine ganze Reihe von sehr professionellen, großen Cyberbanküberfällen aus China, in Nordafrika und Australien, wo man davon ausgeht, dass die chinesische Regierung zumindest davon wissen muss. Ja, das kann sein, dass die sich mit Plausible Deniability auf so eine Armlänge Abstand halten. Aber dadurch, dass das alles sehr eng kontrolliert ist und man eigentlich nicht riskieren kann, so sehr viel ohne Wissen der Partei oder Duldung der Partei zu machen und da Australien sowieso gerade sehr aggressiv angegangen wird aus China mit einer ganzen Reihe verschiedener Maßnahmen, ist davon auszugehen, dass da tatsächlich auch die Regierung irgendwie involviert ist. Und das sind natürlich schon auch ganz interessante Variationen in der Anwendung dieser Cyberfähigkeiten. Also die bestehen immer noch. Die sind auch immer noch hinreichend gut. Einige Dinge sind schwieriger geworden tatsächlich, weil die Basissicherheit der Systeme besser geworden ist an vielen Stellen, die Architektursicherheit besser geworden ist. Aber es ist noch lange nicht irgendwie in einem Zustand, dass man nicht auch auf dem Graumarkt
jederzeit jeden möglichen Zugang kaufen könnte. Das ist einfach nur eine Frage des Preises geworden. Das sehen wir also sehr viel. Was wir dann auch sehr, sehr viel sehen, sehr stark sehen, sind Information Operations und alles, was so in Richtung hybride Aktivitäten übergeht. Das hat einfach damit zu tun, dass das sehr billig ist. Da brauchen Sie im Wesentlichen eigentlich nur ein Callcenter mit Soldaten, die dann entsprechend Informationsoperationen lancieren. Also Sie müssen natürlich die Narrative aufbauen, Sie müssen so ein bisschen Social-Media-Analyse machen, ein bisschen Analyse der Vektoren, über die Sie gehen. Das geht inzwischen teilweise auch einfach über Radio oder über Kooperationen mit lokalen Advertising-Companies, Marketing-Companies, dass man dann versucht, die richtigen Kanäle zu finden, die richtigen Medien zu finden, um eine bestimmte Subkultur anzusprechen. Da haben sich auch so ein bisschen die Taktiken geändert. Also man adressiert zum Beispiel auch in Deutschland, was vielen auch nicht klar ist, adressiert man nicht die breite Bevölkerung eigentlich, sondern nur die Fringe. Also man weiß, dass es in jeder Bevölkerung so 20% gibt, die immer unzufrieden sind und bereit sind, allen möglichen Blödsinn zu glauben. Und das ist eigentlich immer so der Adressat für viele dieser Information Operations. Und die versucht man dann im Grunde genommen so zu radikalisieren oder so zu steuern, dass sie die restlichen 80% so ein bisschen aus dem Takt bringen, ja, und aus dem Konzept bringen. Das ist eigentlich so die Absicht dahinter. Also man will jetzt nicht 100% der deutschen Bevölkerung davon überzeugen, aus der NATO auszutreten und der Russischen Föderation sich zuzuordnen, sondern wenn wir einfach nur diese 20%, die anfällig sind für sowas, in irgendeine Richtung radikalisieren, das kann tatsächlich sowas sein wie AfD oder irgendwelche rechten Geschichten, aus der heraus, die dann den restlichen Apparat einfach stören. Ja, das sind also Sachen, die sich gut etabliert haben, die technisch einfach sind, die operativ einfach sind. Man hat so ein bisschen natürlich Sprachbarrieren an einigen Stellen. Das kann aber inzwischen auch tatsächlich automatisiert werden über Sprach-AIs, die das sehr gut abdecken. Also auch da sind die Hürden immer niedriger geworden. Und man sieht das sehr hohe Interesse auch an einem sehr interessanten Akteur für Cyber, der jetzt gerade hochkommt, die letzten 2 Jahre. Und zwar ist das Saudi-Arabien. Ja, in Saudi-Arabien hat MBS Mohammed bin Salman das zur Chefsache erklärt, Cyber zu machen. Die machen das sehr geschickt, versteckt. Also man sieht nicht so direkt, dass die irgendwas machen, aber die haben ganz viele Firmen gegründet, die das machen. Dark Matter zum Beispiel ist im Moment die größte offensive Hacking-Firma der Welt. Fast alle europäischen Hacker arbeiten da, weil die in Europa keinen Markt haben für ihre offensiven Fähigkeiten, weil es hier keinen interessiert und die Behörden zu störrisch sind, um mit denen zu kooperieren. Und dadurch ist Saudi-Arabien inzwischen zum größten und gefährlichsten Offensivakteur geworden, den man so neben den Großmächten sehen kann. Und die haben zum Beispiel auch innerhalb dieser Firmenkonstrukte, einmal haben sie jetzt die letzten Monate sehr viele Intelligence-Produkte aus Israel dazu gekauft, weil sich da ja die Handelsbeziehungen entspannt haben. Aber sie haben halt eben auch tatsächlich Firmen gegründet mit 3-stelligen Millionenbeträgen, die nur Information Operations in der Region aufbauen. Ja, also es gibt eine richtige große, mit 300 Millionen, glaube ich, hat er jetzt gestartet, Firma von MBS, die nur offensive Information Operations im arabischen Raum in der Golfregion macht. Also das sind alles Dinge, die sehr stark im Kommen sind. Wir sehen es auch im kommerziellen Bereich. Da gibt es auch Smearing-Campaigns, sogenannte, wo man Firmen durch den Kakao zieht. Short- and Distort-Angriffe sind es, nennen wir die. Da geht es darum, den Firmenwert zu diskreditieren für einen kurzen Zeitraum, damit die Aktienkurse sinken. Dann kann man mit Shorts auf fallende Aktienkurse wetten und kann wahnsinnig viel Geld verdienen, auch mit sehr einfachen Mitteln. Also da ist die Skalierung auch ganz hervorragend. Also auch da sehen wir viel Anwendung dieser Fähigkeiten und auch da sehen wir diese Vermischung aus staatlichen Akteuren, privaten Akteuren, kriminellen Akteuren. Das ist teilweise alles sehr, sehr schwierig auseinanderzuhalten. Also das sind alles Dinge, die in unserem Feld gerade passieren. Was wir auch sehen, auch ein interessantes Phänomen ist, Open Source Intelligence wird immer besser. Das ist im Grunde genommen das, was Sie so mit guten Suchmaschinen, eigenen Suchmaschinen, die Sie selber trainieren, für Big Data, AI-supported, rauskriegen können aus dem öffentlichen Internet. Da haben wir jetzt neue Modelle gesehen, die Graudaten dazu kaufen. Graudaten sind sowas wie Passagierlisten oder Bankdaten oder sowas. Das sind Daten, die sind nicht strikt illegal. Die liegen manchmal oft auf irgendwelchen ungesicherten Servern rum und gelten damit quasi nicht als gestohlen, wenn man die da runterlädt.
Und mit diesen, wenn man diese Graudaten anreichert, mit diese OSINT-Searches anreichert mit Graudaten für Aufklärung, dann kommt man auf ganz erstaunliche Dinge. Und der beste Akteur da drin, kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie sich das mal angucken wollen, ist Bellingcat gerade. Bellingcat haben ja sehr viele interessante Dinge über Russland rausgefunden, alleine nur über Open Source, angereichert mit Graudaten, bis hin zu den Positionen der Atomraketen, der Amerikaner und solche Sachen. Also unglaublich gute Dinge rausgefunden mit sehr einfachen, im Grunde genommen journalistischen Mitteln, ja, aber einer guten Beherrschung digitaler Technologien und einem guten Verständnis digitaler Technologien. Ja, das sind also alles Dinge, die alle laufend gegen uns gerichtet sind. Viel davon ist sehr subversiv. Fast alles läuft unter dem Law of Armed Conflict, was natürlich auch im Interesse der Offensivakteure ist. Also man will gar nicht so sehr groß Eskalationen dabei haben. Das stört nur die Maßnahmen. Im Moment ist der politische und rechtliche Diskurs vieler Länder ja immer noch sehr wischiwaschi und sehr friedlich und freundlich. Und wenn man es übertreibt, dann würde sich das ändern. Das ist also auch gar nicht im strategischen Interesse der Akteure. Aber wir sehen natürlich, dass in der Masse schon sehr, sehr viel passiert und in der Masse auch tatsächlich eine massive Erosion stattfindet, gerade im Westen. Also wir sehen das sehr stark durch Industriespionage und M&A, strategische, andere erosive Maßnahmen, dass der Osten sozusagen, der autoritäre Osten uns doch sehr stark angreift und behagt an vielen verschiedenen Stellen und versucht uns zu schwächen und zu stören. Und dass wir da weder genau wissen, was da passiert, noch wissen, was wir dagegen tun sollen. Ja, da treffen sie dann oft auf sehr ratlose Sicherheitspolitiker, sehr ratlose Behörden, die rechtlich zu eingegrenzt sind, auch in ihren Fähigkeiten oft zu eingegrenzt sind. Und da sehen wir noch ein letztes großes Problem, das ich dann noch zum Schluss erwähnen will. Nämlich haben wir im Moment in Deutschland, aber im gesamten Westen, das gilt für alle demokratischen Länder, insbesondere in der EU, aber auch in den USA, in Israel. Wir haben zwei gigantische Probleme bei diesen ganzen neuen Technologien und Sicherheitspolitik und die heißen Besoldung und Beschaffung. Ja? Wir merken immer wieder, dass wir eigentlich ganz hervorragende Köpfe haben, ganz großartige Ingenieure, tolle Erfinder, tolle Unternehmer, die eigentlich diese ganzen Probleme verstehen könnten und lösen könnten und die dieses ganze Erosionsproblem abstellen könnten, die auch die Allianz, die NATO ganz hervorragend befähigen könnten. Aber sie haben immer das Problem, dass sie erstmal dann in diesen Behörden, in den Automaten, in den Apparaten hinreichend viel Personal brauchen, das dann solche Technologien auch bedienen kann, das auch spezifizieren kann, was es eigentlich braucht. Dafür brauchen sie aber schon Superhacker. Ein Superhacker hat gerade eine Anfangsgehaltsstufe in der Wirtschaft von 300.000, geht rauf auf 1,2 Millionen Jahresgehalt. Und zwar ohne dass der einen Studienabschluss hat oder sowas. Beim BND habe ich letztens eine Ausschreibung gesehen, kriegen sie TVÖD 10. Ja? Jetzt können Sie sich vorstellen, dass viele von denen nicht so richtig den Preisunterschied zwischen TVÖD 10 und 300.000 bis 500.000 Jahresgehalt ansehen und dann nicht so besonders heiß sind, für die deutschen Behörden zu arbeiten. Das gilt in vielen anderen Ländern genauso. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, selbst wenn man das mit technischen, guten Technologien lösen könnte, dann bleibt immer noch das Problem, dass man in diese normalen Beschaffungsapparate muss. Ja? Und Sie kriegen selbst für einen Hackerangriff, heilt im Schnitt 12 bis 18 Monate, wenn Sie den technisch bauen. Die Beschaffung dauert aber 18 bis 24 Monate. Ja? Das heißt, Sie können eigentlich nur veraltetes Zeug kaufen, dass Sie dann in dem Moment, in dem Sie es auf dem Tisch liegen haben, gar nicht mehr benutzen können. Ja? Also das sind alles so große Strukturprobleme. Wir hatten auch letztens ein Gespräch mit der NATO, wo die auch gesagt haben, die meisten Sachen, die ich brauche, kriege ich in 10 Jahren, nicht schneller. Und das ist ein Problem, das überhaupt nicht mehr tolerabel ist, zum Beispiel im Kontext mit Climate Change Intelligence, wie sie jetzt ausgerufen wurde von Joe Biden. Das ist ein Problem, das muss jetzt gelöst werden. Da kann man nicht irgendwie 10 Jahre warten, bis man fertig ist mit Spezifikationen, Beschaffung etc. etc., weil dann ist es zu spät. Ja, also wir müssen dringend bei diesen beiden großen Problemen, Besoldung und Beschaffung, müssen wir irgendwie flexibler werden. Es gibt Modelle dafür in Israel, in den USA, wie man das machen kann, verträglich mit demokratischen Grundwerten. Aber wir müssen uns da ganz dringend an der Stelle damit befassen. Das sind, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht zwei große Kernprobleme. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Geiken. Ich habe gleich mal eine Frage noch. Und zwar zu einem Thema, was Sie nicht angesprochen haben. Wie sieht es aus, die Gefahr von Cyberangriffen im militärischen Bereich direkt? Da hört man ja auch immer wieder, dass
die eine oder andere Seite die Möglichkeit habt, ganze Bereiche des Militärs lahmzulegen. Können Sie uns darüber etwas sagen? Ja, gerne. Also das ist ein offenes und bekanntes Problem in der Fachcommunity. Defense Electronics sind nicht besonders cybersicher. Ja? Die tun zwar inzwischen so, als hätten sie dies und das und jenes, aber de facto ist das alles Zeug, das ist 15, 10 Jahre alt, ganz viel, super viel veraltet. Die haben auch die Sicherheitstechnologien, die versuchen da vorzuschreiben, sind in keiner Weise auf dem Stand. Überall sind chinesische Chips drin. Ungesicherte Hardware, schlecht zu sichern Betriebssysteme, 1000 Vernetzungen, die keiner so richtig überblickt. Sie können ganze Satellitenflotten, können sie easy hacken. Es gab so einen lustigen Vorfall letztens, kann ich erzählen, weil der öffentlich geworden ist, mit der IABG. Die IABG schreibt sich ja auf die Fahnen, ganz groß Cybersicherheit zu verkaufen und zu betreiben. Und dann kam leider raus, dass die Saudis den gesamten Middle East Raum überwacht haben mit Satelliten, in denen sie die fremden Satelliten, in denen sie einfach die Komponenten von IABG gehackt haben, ja, weil die so schlecht waren, dass man da einfach rein konnte. Und dann hat IABG quasi gratis den saudischen Hackern eine Satellitenflotte zur Verfügung gestellt. Und da müssen wir einfach sagen, das ist, also wenn man wirklich so reingeht, das ist ganz räudig da immer noch. Ja, und braucht auch immer noch sehr viel Aufmerksamkeit eigentlich. Im Moment, glaube ich, wenn wir jetzt tatsächlich einen harten Konflikt hätten und die russischen Hacker würden sich wirklich mal das deutsche Militär ansehen, was sie sicher auch schon machen, aber ich glaube, mindestens die Hälfte würde nicht weiter als 2 Meter aus der Kaserne kommen. Ja, das hört sich nicht sehr gut an. Ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Was verfolgt eigentlich Saudi-Arabien mit seinen Offensivoperationen? Vielleicht können Sie darauf noch kurz eingehen. Im Moment geht es hauptsächlich um regionale und interne Stabilität. Also die benutzen das ganz stark für interne Überwachung und für regionale Überwachung ihrer ganzen Akteure, die sie da im Blick haben und im Feld haben. Aber was uns so ein bisschen zu denken gibt, ist, dass die ganz massiv investieren und hochskalieren. Und es macht eigentlich für die Bedarfe, die jetzt rein regional haben, keinen Sinn. Entweder das Problem ist das Saudi-Problem, dass sie einfach zu viel Geld haben und sich einfach aufklustern ohne Ende, ohne dass es jetzt konkreten Sinn haben muss. Oder sie haben tatsächlich irgendwelche Ambitionen in der Region. Das kann man jetzt im Moment noch nicht sagen. Kann aber gut sein, dass sie einfach nur zu viel Geld haben und sich aufklustern. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Wie sieht es eigentlich mit Artificial Intelligence aus? Können Sie darüber was sagen? Ja, also ist an vielen Bereichen total überschätzt, muss man sagen. Die Realität ist doch ein ganzes Stück weit unter dem, was so Science Fiction verspricht. Das ist immer so, ja, das ist einfach ein Mechanismus aus Marketing und Erwartungen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist die AI in ganz vielen Nischenbereichen trotzdem auch sehr gut geworden. Ja. Und zum Beispiel bei Spracherkennung und Sprachübersetzung für Open Source Intelligence funktioniert das ganz, ganz hervorragend. Und ermöglicht ihnen zum Beispiel dann auch in fremden Sprachregionen Information Operations durchzuführen mit Deepfakes. Es wird alles automatisch generiert, funktioniert ganz hervorragend. Sie können auch tatsächlich in einigen taktischen Bereichen AI schon sehr gut einsetzen, haben dann aber wieder das Problem, dass ihre Gegner auch AI einsetzen. Dann kriegen sie so eine AI versus AI-Geschichte. Ja, da wissen wir noch nicht genau, wie das ausgeht. Es gab so eine lustige Anekdote letztens aus dem Pentagon. Die haben mal 2 unterschiedliche AIs gegeneinander thermonuklearen Krieg spielen lassen. Und das war ziemlich schnell vorbei, weil beide AIs innerhalb von Millisekunden überzeugt waren, dass totaler Vernichtungskrieg die Waffe der Wahl ist und haben beide alles abgefeuert, was sie hatten. Und daraufhin hat man erstmal beschlossen, dass man AI nicht in der Entscheidungsfindung für Atomkriege mit einbinden möchte. Ja, das klingt ein bisschen nach Terminator, 1, 2 oder 3 oder 4. Obwohl ich auch auf einer Konferenz in Singapur vor 1,5 Jahren mal so einen Vortrag gehört habe, der darauf hinauslief, dass zum Beispiel Drohnen, und zwar Mini-Drohnen, die wie kleine Schwärme ausschwärmen, mit künstlicher Intelligenz, also zu einer ganz neuen Form von Angriffstechnik werden können. Haben Sie da schon mal was von gehört oder ist das an Ihnen noch? Aber das ist noch so ein bisschen Marketing, Science Fiction. Also ich kenne diesen Freund von mir, bastelt da dran rum, so Schwarmintelligenz für Drohnen, die sich dann gegenseitig abtauschen mit Aufgaben und so. Das funktioniert ganz gut in so kleineren Bereichen. Aber das ist im Moment noch ein sehr komplexer Engineering-Effort mit den verschiedenen Sensoren, die sie brauchen auch dafür und die
Also da sind eine ganze Reihe von technischen Anforderungen, die noch nicht so ganz trivial ist. Das ist schon was, das gibt es in Ansätzen in der Praxis und kann sehr gewinnbringend und interessant werden, aber ist jetzt noch nicht so richtig industrialisiert zumindest. Ja, danke. Hier ist auch noch eine Frage. Es geht hier um Supply Chain Security. Hier fragt jemand, wir reden viel über direkte Angriffe via Hacking, wo es mehrere Akteure gibt. Aber wie sieht es mit den indirekten Attacken aus, also der Zuführung von kompromittierten Bauteilen in die Supply Chain? Wenn bei Erstrem auch Akteure wie Nordkorea und Russland genannt werden, konzentriert sich hier die Gefahr meiner Meinung nach auf China. Wie realistisch ist die Gefahr und was kann die NATO dagegen tun? Das ist die Frage. Ja, also es ist natürlich sehr, sehr wichtig auch tatsächlich, das ist, wir besprechen das als digitale Souveränität. Das ist ein sehr großes Thema, auch gerade beim deutschen Verteidiger, auch innerhalb der NATO. Und da sind wir uns schon alle sehr einig, dass wir ganz dringend von diesen chinesischen Komponenten runter müssen. Jetzt ist das Problem leider, dass amerikanische Komponenten nicht viel besser sind. Die haben dann so viele Schwachstellen drin, dass ich mich dann trotzdem reinhacken kann, habe ich den gleichen Effekt, als hätte ich eine Hintertür drin. Aber sie haben halt immer noch ein bisschen mehr Hoheit über die Architektur. Bei chinesischen Komponenten können sie nie ausschließen, dass da irgendwas drin ist, irgendeinen Switch, den sie niemals finden. Die können auch einfach über Updates das jederzeit kontrollieren. Also sie haben einfach, wenn sie das weggeben an chinesische Firmen, an Huawei, haben sie einfach de facto völlig die Kontrolle darüber verloren, was damit passiert. Ja, das ist einfach so. Derjenige, der die Architektur beherrscht, beherrscht die Technologie. Und da müssen wir also ganz dringend souveräner werden. Abgesehen davon, und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, dass man Huawei auch einfach nicht unterstützen sollte, weil das ein Staatsunternehmen einer autoritären Regierung ist. Und dass wir da jetzt nur denen auch noch Geld in den Rachen kippen, um Technologieführer zu werden in Kommunikationstechnologien weltweit, das kann ja nicht im Interesse demokratischer Staaten sein. Ja, das sind klare Worte, aber die sind ja in der Bundesregierung, glaube ich, nicht ganz so gut angekommen. Gut, ich sehe jetzt im Augenblick keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Ich selber habe auch keine und würde jetzt dann erstmal an Carlo Masala weitergeben, der uns natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich des Politikwissenschaftlers, gibt, der eben auch sehr stark auf militärische Entwicklung schaut. Carlo, du hast das Wort. Vielen Dank, Joachim. Es ist schwierig jetzt, nachdem Sandro das alles ausgeführt hat und auch mit den Nachfragen auf die Felder KI zum Beispiel eingegangen ist, hier noch was hinzuzufügen. Es gibt einen Bereich, der noch nicht thematisiert worden ist, den will ich jetzt auch empirisch sozusagen nicht ausführen, aber wir haben zum Beispiel eine ziemlich intensive Entwicklung in China und in Russland, teilweise auch in den USA, zum Beispiel zu dem Einsetzen biologischer Forschung in militärische Entwicklung. Und da geht es vor allen Dingen sozusagen um Durchhaltefähigkeit von Soldaten. Also es wird da sehr viel dazu geforscht. Es wird sehr viel ausprobiert, Soldaten resilienter, resistenter und durchhaltefähiger zu machen. Also wir haben ganz, ganz viele Bereiche. Sandro hat das Ganze mit dem Cyber erwähnt. Wir haben Artificial Intelligence erwähnt. Und ich will mal ganz kurz versuchen zu systematisieren, warum das eigentlich alles so interessant ist für die gegenwärtige internationale Sicherheitspolitik. Und warum sozusagen vor allen Dingen die drei Großen, also die Russische Föderation, die Chinesen und die Amerikaner, ziemlich viel Geld an die Hand nehmen, ziemlich intensiv forschen und arbeiten. Und das eine hat Sandro Geiken schon erwähnt, das ist Hybrid. Ja, jetzt ist Hybrid-Kriegsführung eigentlich nichts Neues. Also man kann in die Geschichte zurückgehen und man kann feststellen, es fing immer mit Desinformation und Propaganda an, bevor sozusagen die Panzer oder was immer auch noch vor den Panzern da war, dann versuchten, Landnahme zu machen. Was aber heute an Hybrid so attraktiv ist, und Admiral Stavridis hat das mal sehr schön ausgeführt, ist, dass man heute sozusagen Hybrid und traditionell als wechselseitige Elemente in einer Operation beständig nebeneinander laufen kann. Und immer spielen kann zwischen sozusagen Hybrid und traditionelle Sicherheitspolitik. Also die traditionell heißt sozusagen, da spielen dann Soldaten eine Rolle, Raketen, Panzer, U-Boote etc. pp. Und das, was Sandro erwähnt hat, ist ein ganz großer Vorteil für Staaten heutzutage in ihren militärischen Kampagnen oder in ihren sozusagen quasi-militärischen Kampagnen. Hybrid hat dann immer das Problem der angemessenen Gegenreaktion, weil es in der Regel nie eine bestimmte Schwelle überschreitet, die es legitimieren würde, und damit meine ich politisch, nicht völkerrechtlich, die es legitimieren würde, mit traditionellen Elementen zurückzuschlagen.
Also von daher entsteht hier ein riesiger Vorteil für Staaten, die sehr gut in der Benutzung hybrider Operationsformen sind. Die NATO hat jetzt auf ihrem letzten Gipfel zumindest Angriffe auf kritische Infrastruktur auf Artikel 5-Ebene hochgehoben. Aber auch hier, wenn wir in Zukunft sehen, falls es sowas geben sollte, stellt sich zunächst einmal immer das Attribuierungsproblem. Also das Problem, wer hat eigentlich diesen Angriff befohlen? Wir wissen alle noch, und ich glaube, das war 2008, als in Estland das Bankensystem angegriffen worden ist, haben alle vermutet, dass die russische Regierung dahinter steht. Letzten Endes war es aber so, dass die NATO-Untersuchungen ein Jahr brauchten, bis man feststellen konnte, wer eigentlich hinter diesen Angriffen wirklich stand. Und eine kleine Notiz am Rande, die letzte IP, von der aus dieser Angriff sozusagen befohlen wurde oder ausgelöst wurde, war wohl offensichtlich eine IP-Adresse, die in den USA zu verorten war. Also Sie sehen sozusagen die Komplexität, steht eigentlich hinter so einem Angriff, erschwert es, eine Gegenreaktion durchzuführen, die sozusagen eine klassisch militärische Gegenreaktion ist. Dennoch hat das alles sozusagen auch aus anderen Gründen hohe Relevanz für Staaten. Aus dem einfachen Grund, weil all diese Technologien, die jetzt hier erwähnt worden sind, neben der Tatsache, dass sie teilweise natürlich kostengünstiger sind, als wenn sie ein neues atomangetriebenes U-Boot entwickeln, sie erfüllen einen Zweck, der immer dann erfüllt wird, wenn Staaten sich um Sicherheitspolitik und Modernisierung ihrer Streitkräfte bemühen, nämlich Distanz, Schnelligkeit und Überraschungseffekt. Also sie haben... Sie können sozusagen aus großer Distanz Angriffe durchführen, was immer ein Vorteil ist. Sie können das schnell machen und Sie haben die Überraschung auf Ihrer Seite. Und deshalb sind Staaten so darauf konzentriert, in all diesen Bereichen zu forschen, zu entwickeln und diese einzusetzen. Also wir haben einmal Verantwortungsdiffusion. Das heißt, wer ist denn letzten Endes verantwortlich dafür, wenn von irgendwoher sozusagen ein Angriff auf kritische Infrastruktur durchgeführt wird. Attribuierungsproblematik, wer war es letzten Endes? Niedrige Schwelle, die sozusagen eine konventionelle Reaktion sehr schwer macht. Sie haben die Frage der Parallelität. Sie können diese Instrumente auch alle parallel zu einer traditionellen Kampagne einsetzen. Und ich sage jetzt mal geheimdienstlich gesehen, ne? Hybrid und Parallelität, Stuxnetz und gleichzeitig die Eliminierung iranischer Nuklearwissenschaftler. Also beide Kampagnen sind parallel gefahren worden. Der Versuch sozusagen, die iranischen Atomanlagen mit Cyber zu sabotieren, mit Möglichkeiten zu sabotieren, die halt nicht wie Osiriak der Überflug durch Bomber sind und sozusagen die Dinger in Schutt und Asche zu legen und gleichzeitig eher traditionelle Kampagnen, die darauf abzielen, führende iranische Nuklearwissenschaftler, ich sage es mal sehr zynisch, aus dem Spiel zu nehmen. Ja? Und da sehen Sie sozusagen die ganzen Vorteile. Auch hier für Teheran unheimlich schwierig, angemessen zu reagieren. Gegen wen denn? Man kennt sozusagen den Gegner nicht, man vermutet es, aber man kennt ihn nicht und dadurch wird es extrem schwierig, darauf zu reagieren. Und was wir in der Tat sozusagen dann noch heute sehen, ist da teilweise Entwicklung in Waffentechnologie. Und ich nehme jetzt hier einfach mal zwei Dinge, von denen wir nicht so ganz genau wissen, wie gut sie funktionieren, aber die zumindest ziemlich stark sowohl auf der Seite, die sie entwickelt, nämlich die Russische Föderation und China, als auch auf der Seite, die sozusagen damit konfrontiert ist, nämlich die USA, sehr ernst genommen wird. Und da sage ich jetzt mal, im Deutschen hat man dafür die komische Bezeichnung, die eingedeutschte Bezeichnung, hypersonische Waffen gefunden. Hypersonische Waffen stellen, und jetzt kommen wir wieder mit Schnelligkeit und Distanz, und Überraschung stellen insofern sozusagen eine klassische Logik in dieser ganzen Auseinandersetzung mit ballistischen Raketen und Raketenabwehr zunächst einmal in Frage, weil sie keine ballistische Flugkörperbahn haben. Ja? Also sozusagen, sie haben nicht die klassische ballistische Flugbahn, die sie berechnen können, von daher möglicherweise Gegenmaßnahmen ergreifen im Sinne einer Raketenabwehr, also ab einem gewissen Punkt, entweder sozusagen beim Eintritt oder schon sozusagen beim Start, die Dinge abzuschießen, sondern sie gehen in den Weltraum, sie kommen runter und sie fliegen gerade. Und sie sind lenkbar. Das heißt, sie wissen bis zum letzten Moment nicht, wo werden die einschlagen.
Sie können sozusagen berechnen, wenn diese Waffe gerade ausfliegt, dann ist der Reichstag das mögliche Ziel. Aber es ist durchaus möglich seitens derjenigen, die diese Waffe abschießen, dass im letzten Moment die Flugbahn geändert wird und da ist doch das Bundeskanzleramt ist. Also erschwert es eine Gegenreaktion. Gleichzeitig wissen Sie letzten Endes auch nicht bis zur letzten Sekunde, was für einen Sprengstoff diese Waffe trägt. Ist es ein Nuklearsprengstoff oder ist es ein konventioneller Sprengstoff? Auch hier das Problem, wie begegne ich dem dann und welche Konsequenzen hat es? Also Sie sehen sozusagen, dass diese neuen Technologien die Frage auch von Berechenbarkeit und Stabilität, die ja immer auch in Rüstungswettläufen auf die eine oder andere Weise gegeben ist, ziemlich grundsätzlich in Frage stellt. Zweite Beispiel, das ist angekündigt, wir wissen nicht sozusagen, ob es wirklich so funktioniert, wie es angekündigt ist, aber das ist dieses russische Projekt Poseidon, also eine nuklear angetriebene Unterwasserdrohne, die mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern 10.000 Meilen zurücklegen kann. Das heißt, völlig autonom von irgendeiner Basis einem U-Boot abgeschossen werden kann und völlig autonom und relativ schnell, ich sage es jetzt mal in diesem Falle, die West- oder Ostküste der USA erreichen kann und dort detoniert mit einer Sprengkraft, die sozusagen, weil es nuklear angetrieben ist, mit einem nuklearen Sprengkopf und dort detoniert. Wenn dieses System so funktioniert, wie die Russen behaupten, haben wir zum Beispiel keine Gegenmaßnahmen. Ja, also weil die klassische sozusagen U-Boot-Abwehr und U-Boot-Raketenabwehr hier völlig versagt aufgrund der Geschwindigkeit. Also Sie sehen, diese ganzen Technologien sind wichtig, weil sie eigentlich das klassische Spiel, das wir in Rüstungen immer beobachten können, nämlich dass sie dann anfangen, Innovation zu entwickeln, wenn sie sich davon sozusagen eine größere Distanz, die sie zum Gegner halten können, aber den gleichen Effekt erzielen können, wenn es noch schneller geht und wenn sozusagen der Überraschungseffekt gegeben ist. Das treibt diese ganze Entwicklung enorm voran, vor allen Dingen im Offensivbereich und man muss einfach sagen, im defensiven Bereich hängt sie hinterher. Also wir haben hier eine Situation, in der viel investiert, viel geforscht wird und gleichzeitig diese neuen Waffensysteme, wenn sie denn so funktionieren, letzten Endes, wie es dargestellt wird, eigentlich eine gewisse Stabilität, die es immer in diesen Rüstungs- und Rüstungswettläufen gab zwischen Staaten, grundsätzlich in Frage stellt, weil die Reaktionsfähigkeit gegenwärtig noch nicht gegeben ist. Und jetzt stellt sich das Problem, dass die NATO sich dieser Frage von Emerging Technologies angenommen hat. Und hier kann ich eigentlich nur auf das verweisen, was Sandro Geiken am Schluss gesagt hat, wo er die grundsätzlichen Probleme, er sagte Besoldung und Beschaffung. Ich formuliere das mal so. Die NATO hat in dem in Auftrag gegebenen Reformbericht in der Gruppe, die von Thomas de Maizière und Wes Mitchell geleitet wurde, Emerging Technologies als eine der zentralen Herausforderungen für die Allianz und für die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten erkannt. Und hat Vorschläge gemacht, wie sozusagen die NATO darauf reagieren sollte. Auf dem letzten Gipfeltreffen der Allianz, jetzt vor zwei Tagen war das, hat die NATO beschlossen, dass sie jetzt im Prinzip einen EDT, Emerging Technologies Transfer, glaube ich heißt das, einrichten wird. Das ist sozusagen eine NATO-Initiative, um die NATO, die Staaten, die der NATO angehören, das Militär besser mit Startups und Industrie, die in diesem Bereich tätig ist, zu vernetzen und hier sozusagen Forschung und Entwicklung zu fördern. Jeder, der die NATO kennt, weiß sozusagen, dass die Mittel, die der NATO dafür zur Verfügung stehen, Peanuts sind. Wirklich Peanuts. Im Vergleich zu dem, was die Amerikaner alleine ausgeben zur Förderung, was die Chinesen zur Förderung ausgeben und was die Russen zur Förderung ausgeben, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und hier kommen wir zu einem Grundproblem, das nicht nur die NATO, sondern auch die Europäische Union betrifft. Wir fördern diese neuen Technologien, die dann irgendwann mal uns zur Verfügung stehen sollten, in einem finanziellen Ausmaße, der im Vergleich zu dem, was in den drei großen Staaten, die ich gerade eben genannt habe, an Geld bereitgestellt wird, einfach lächerlich ist. Die große Vorstellung der Europäer und teilweise auch der Deutschen, wir hatten das ja auch in der deutschen Diskussion, ist es, dass wir sowas wie eine europäische DARPA bekommen. Ja, und die DARPA, diejenigen, die sich auskennen, das ist eine Entwicklungsagentur in den Vereinigten Staaten, die wird von der amerikanischen Regierung gefördert, insbesondere vom Pentagon. Ich sage mal folgendermaßen, ein bisschen übertrieben. Da werden Milliarden Dollar reingesteckt
und man lässt die Wissenschaftler dort spielen. Und ich meine es wirklich spielen. Die forschen an 10 Projekten, von denen 9 keine Resultate bringen. Das 10. bringt aber Resultate, die teilweise ziemlich Game Changer sind. Nur man versenkt dabei Milliarden von Dollar und man ist sich dessen bewusst. Wir wollen in Europa, und wir hatten die Diskussion ja auch in Deutschland, eine DARPA haben, die sozusagen A, unterfinanziert ist, B, nicht spielen soll, sondern sozusagen mit dem wenigen Geld sehr konkrete Ergebnisse hervorbringen soll. Und so funktioniert das nicht. So funktioniert diese Entwicklung ganz einfach nicht. Also wenn man nicht erlaubt, dass man sozusagen Geld in den Sand setzt, weil Ideen sich nicht realisieren lassen, aber sozusagen möglicherweise Nebeneffekte entstehen und dadurch Ideen realisiert werden können, die dem Militär oder sozusagen unseren Gesellschaften in der Bekämpfung dieser Herausforderungen helfen, dann werden wir nie auch nur annähernd auf Augenhöhe mit den großen Dreien in diesem internationalen System kommen. Und zudem der zweite Punkt ist dann, und da spreche ich einen anderen Punkt an, da geht es sozusagen um autonome um KI, also künstliche Intelligenz. Wir sind in Europa und vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland sehr stark tabuisiert, was den offenen Umgang mit diesen Fragen angeht. Also wir scheuen uns vor der Applikation. Sandro sagt, es ist begrenzt, aber man weiß auch nicht, welches Potenzial das hat. Aber wir scheuen uns jetzt schon sozusagen vor der Forschung an Systemen, die möglicherweise vollautomatisiert operieren können im militärischen Bereich. Und zwar auch offensiv. Ja, also unabhängig von der Frage, ob das wirklich so kommen wird in den nächsten, sag ich mal, 10 bis 15 Jahren, ist hier schon das Tabu aufgelegt, dass das auf jeden Fall etwas ist, was wir nicht wollen. Und von dem wir und wir es sozusagen international regulieren wollen, weil wir nicht wollen, dass andere das auch machen. Das Problem ist nur, dass die anderen auf diesem Weg schon längst sind. Und in der Frage der Anwendung künstlicher Intelligenz für Waffensysteme keine Scheu haben werden, auch vollautomatisierte offensive Waffensysteme einzusetzen, wenn sie denn eines Tages funktionieren würden. Und wir sehen das bei den Genfer Verhandlungen, wo sozusagen im Rahmen der UN diese Normen entwickelt werden sollen. China, Russland und die USA tun natürlich alles dafür, damit sozusagen dieses Ansinnen der eher kleineren Staaten, die nie in diesem Bereich eigenständig forschen werden, nämlich das zu regulieren und die vollautonomisierten offensiven Waffensysteme zu verbieten, die tun alles dafür, um das zu verwässern und um das sozusagen hinauszuzögern. Weil sie natürlich ein Interesse daran haben, jetzt kommen wir nochmal auf Distanz, Schnelligkeit, Überraschung, wenn es funktioniert, eines Tages diese Systeme auch einsetzen zu können. So, jetzt habe ich, glaube ich, länger als 15 Minuten geredet und machen wir hier einen Schlusspunkt. Ja, danke schön. Na, das war genau 15 Minuten, also erstaunlich für einen deutschen Professor. Ne? Tatsächlich. Ich kann das ja als Professor selber sagen, ja. Man kann sich ja selber bekleckern. Eine Frage. Was mir auffiel, das Thema Drohnen kam überhaupt nicht vor. Hat das irgendeinen Grund? Naja, das Thema Drohnen würde ich unter das Thema sozusagen KI und all das, was sozusagen damit möglich ist, subsumieren. Also diese sogenannten Loitering Munitions, also Drohnen, die im Prinzip eigenständig ihr Ziel anvisieren und dann sich auf dieses Ziel stürzen, beziehungsweise dieses Ziel bekämpfen, ist ja etwas, was jetzt immer stärker sozusagen, das haben wir im Aserbaidschan-Armenien-Konflikt gesehen, es gibt die Annahme, aber die ist nicht bestätigt, dass das sozusagen mit einer türkischen Drohne auch in Libyen zur Bekämpfung von Individuen eingesetzt worden ist. Aber das fällt alles halt unter den Punkt, was ist technisch möglich? Ich habe Drohnen vergessen, das ist richtig, weil ich finde, Drohnen dominieren zu sehr die Diskussion über diese militärtechnologischen Entwicklungen. Ja? Ich bin auch mal der Meinung, dass man bei Drohnen sozusagen relativ gut mit Gegenmaßnahmen diese bekämpfen kann. Das sehe ich bei Hypersonic-Waffen momentan nicht und bei solchen Systemen wie Poseidon überhaupt nicht. Deswegen sind die aus meiner Perspektive die schwierigeren Probleme als die Drohnen. Aber du hast in der Tat recht, also der Trend geht auch in diese vollautomatisierten Drohnen hinein, die sozusagen Ziele eigenständig bekämpfen. Ja, die Frage ist ja immer, gibt es im militärischen, also im engeren militärischen Bereich Technologien, die die bisherigen Kalkulationen, wer könnte gewinnen, wer könnte verlieren, umwerfen können sozusagen. Man kennt das ja auch aus dem Zweiten Weltkrieg, da gab es plötzlich genau. Technologien wie Radar, die sozusagen einen umwälzenden Charakter haben.
zeichnet sie sich da etwas, ich sage mal, im Bereich der europäischen Balance ab oder ist das, kann man das sozusagen relativ gelassen betrachten? Ich meine, natürlich Raketen, die hypersonic sind und die deswegen schlecht abzuwehren sind, sind eine Frage. Wenn es sich um Marschflugkörper handelt, die immer noch relativ langsam fliegen, vielleicht bis auf die Endstufe, ist das immer noch eine andere Frage. Wie muss man das einschätzen? Ich glaube, wenn wir uns jetzt nur auf den näheren transatlantischen Bereich konzentrieren, dann ist der technologische Gap, den Europa jetzt schon zu den Fähigkeiten, den technologischen Fähigkeiten der USA hat, enorm. Und wir sind einfach dabei, sozusagen diesen Gap, der sich vergrößern wird, auch größer zu lassen, weil wir einfach zu wenig in die Entwicklung von diesen Systemen investieren. Und ich sage es jetzt mal sehr platt, wenn das so weitergeht, dann werden wir im Prinzip die Auxiliartruppen der USA sein, die man ab und zu mal braucht für sozusagen irgendwelche, also entweder Bodenoperationen oder Side Operations, aber wir werden nicht mehr in der Lage sein, da in einigen Bereichen, generell waren das ja noch nie, aber in einigen Bereichen zumindest solche Fähigkeiten zu haben, die die Amerikaner zwingen, auch in der Operationsführung, auf uns zu hören, wenn wir glauben sozusagen, dass die Operationsführung nicht in unserem Sinne ist. Also wir verbreitern das und letzten Endes, ja, dann geht man zurück ins Römische Reich. Die Zukunft könnte sein Auxiliartruppen der Vereinigten Staaten. So, das kann man so wollen, aber ich würde eher sagen, das sollten wir nicht wollen. Ja, wenn ich den kurz dann noch mal kurz eingrätschen darf, Carlo, ich sehe das ganz genauso. Und ich hatte so eine lustige Erfahrung mit den Japanern über die letzten Jahre. Ich habe ja für die NATO eine Konferenzreihe mit denen begleitet. Und bei der ersten Konferenz habe ich noch gefragt, was macht ihr denn, wenn China jetzt kommt und dies und das und jenes macht? Und da haben die gesagt, wir machen uns da keine Sorgen, die Amerikaner hauen uns schon raus. Wir müssen jetzt nicht wirklich Fähigkeiten vorhalten. Dann kam Trump und der hat den Japanern mal ganz klar gesagt, könnt ihr euch mal schön selber darum kümmern und ich werde mich hier nicht groß engagieren. Und das war ein Riesenschreck für die. Ja? Also das kann tatsächlich auch von einem Tag auf den anderen oder von einer Administration auf die andere sozusagen, kann sich das ändern. Und die Japaner hatten dann das Problem, dass die ungefähr 15 Jahre nachzuholen hatten bei Rüstung, bei Fähigkeitsentwicklung und so weiter. Und ganz panisch jetzt mit den Australiern irgendwelche Allianzen schmieden, weil sie sich da relativ alleingelassen fühlen. China hat das Signal auch gehört, ist jetzt sehr aggressiv im südchinesischen Meer, baut da seine Inseln, kuschelt sich da an diese japanischen Grenzgebiete ran. Also ich kann nur sagen, dass sich auf andere verlassen. Ich sehe es ganz genauso wie Carlo, wir hängen furchtbar hinterher. Und genauso furchtbar hinter den autoritären Staaten Russland und China. Und das ist keine gute Strategie. Ja. Insbesondere aufgrund der großen aufkommenden Krisen, auch dass jetzt überall sich in der NATO, im Pentagon mit Climate Change befasst wird, zeigt ja auch, dass das auch ein großes Problem werden wird. Und das kann dann ganz schnell auch mal sein, dass jeder ist sich selbst der Nächste umgeschaltet wird. Und wir stehen dann relativ nackt da. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt nochmal Fragen von den Zuhörern oder Zusehern. Eine Frage ist hier an Carlo Masala. Zwingt uns die steigende Bedeutung der hybriden Bedrohungen nicht dazu, schnell eigene entsprechende Kräfte und vor allem politische und juristische Doktrinen aufzustellen? Würden wir ansonsten nicht Gefahr laufen, durch fehlende niederschwellige Mittel immer gleich zu den traditionellen Mitteln zu greifen? Im Prinzip sehen wir hier analog zur Notwendigkeit des Nebenanders konventionelle und atomare Waffen, wie der Westen durch fehlende hybride Mittel dazu gezwungen werden kann, als erster Akteur massiv reagieren zu müssen. Was würdest du dazu sagen, Carlo? Ganz ehrlich, ich habe die Frage nicht verstanden. Also zwingt uns die steigende Bedeutung der hybriden Bedrohungen nicht dazu, schnell eigene entsprechende Kräfte und vor allen Dingen politische und auch juristische Doktrinen aufzustellen? Würden wir sonst nicht in Gefahr laufen, dass wir bei Angriffen mit diesen Mitteln gleich zu einer hohen Eskalationsstufe greifen, die dann nicht angemessen ist? Naja, ich meine, es kommt ja auf die Form an. Also wenn man jetzt zum Beispiel Desinformationskampagnen nimmt, ja, und da hat Sandro ja völlig recht. Den kann man ja nur begegnen, wenn unsere Gesellschaften resilienter werden. Weil diese Desinformationskampagnen, wie Sandro richtig sagt, die zielen ja nicht auf die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Aber die zielen sozusagen auf eine Minderheit, die in der Lage sein wird, sozusagen ein Problem in der Politik darzustellen.
Und ich sag jetzt mal ganz einfach blöd, da ist ja auch schwierig zu reagieren. Bei EFP in Litauen, also jetzt nicht diese Vorfälle, die jetzt in den letzten 2 Tagen rausgekommen sind, aber da reicht ja sozusagen ein gefaktes Bild sozusagen eines deutschen Panzers, der angeblich auf dem jüdischen Friedhof steht, ja, um sozusagen eine Minderheit in Litauen gegen die deutsche Präsenz dort aufzubringen. So, und dann arbeitet man dagegen, aber letzten Endes ist es halt extrem schwierig. So, ist es extrem schwierig. Eigene Kräfte, ja, aber das Problem ist, und hier kommen wir wieder sozusagen zu den Tabuisierungen, Sandro, Offensivoperationen machen wir nicht. Ja, sind bei uns normativ verpönt. Also nicht aus irgendwelchen strategischen Gründen, weil wir sagen, das macht keinen Sinn und deshalb ist es besser, sich auf defensive Operationen oder auf Resilienz zu konzentrieren, sondern sie sind normativ verpönt. Und solange wir sozusagen einen Diskurs haben, in dem, ich sage jetzt mal, eine gewisse Tabuisierung zumindest der Diskussion vorherrscht, sind wir schon immer sozusagen, geraten wir in Rückschritt. Mir geht es ja nicht darum, sozusagen, dass ich sage, wir brauchen jetzt offensive Operationen, aber wir können sie ja noch nicht mal diskutieren, weil sie von vornherein sozusagen als Instrument der Politik ausgeschlossen werden. Und mit so einer tabuisierten Diskussion fallen wir immer hinten an zurück, weil sozusagen der andere hat ja kein Problem mit offensiven Operationen. Ja, ja, da schließt sich gleich auch eine Frage aus dem Publikum an. Wie kann man denn das Thema, jetzt ist es mir unten weggerutscht, wie kann man das Thema Tabuisierung überhaupt angehen, ja. Wie kann man, hier schreibt hier die Frage, Herr Staufer, die rot-grünen Friedensträumer dazu bringen, sich mit diesem Thema wenigstens auseinanderzusetzen, statt rundweg abzulehnen. Ich glaube, das ist nicht nur ein Thema der rot-grünen Friedensträumer, sondern der ganzen Bundesregierung. Wie soll man mit diesem Problem umgehen? Ich mache mal zuerst. Erstens, völlig richtig, das hat nichts mit rot-grünen Friedensträumer zu tun. Das ist sozusagen parteiübergreifend. Ja, und das sehen wir sozusagen, man muss in den Koalitionsvertrag schauen, was da zu künstlicher Intelligenz in militärischen Systemen steht. Da ist sozusagen der Punkt, keine vollautomatisierten Waffensysteme schon drin. Und das ist halt kein rot-grünes Friedensprojekt, das ist ein Projekt der CDU und der SPD, diese große Koalition. Letzten Endes ist das Problem ganz einfach zu lösen. Aber darin liegt die Schwierigkeit, sie brauchen politische Führung. Sie brauchen politische Führung. Und wenn sozusagen politisch, und Sie sehen, wie schwierig das ist, also schauen Sie sich einfach nur diese lächerliche Diskussion um die Bewaffnung von 5 Heron-TPs an, also die Drohnen, die wir haben. Ja, das sind jetzt nicht die modernsten Modelle von Drohnen, die wir haben. Das wären, wenn da eine Waffe drunter steht, bewaffnete Segelflieger. Andere Staaten haben wesentlich modernere Systeme. Also außer die Verteidigungsministerin, und das ist halt nun mal ihr Job, hat hier ja keiner die politische Führung in dieser Debatte übernommen. Und wo ist sie gelandet? Sie ist damit gelandet, dass selbst der eigene Koalitionspartner ihr reingegrätscht ist und das Projekt beerdigt hat für diese Legislatur. Das ist das Problem in der Bundesrepublik Deutschland. Es fehlt ein Verständnis dafür, dass es in diesen Fragen politischer Führung bedarf und nicht sozusagen den Versuch zu unternehmen auf eine, ich würde ja mal sagen, nehmen wir bewaffnete Drohnen, nehmen wir andere Sachen. Die Mehrheit der Deutschen interessiert sich nicht dafür. Aber eine lautstarke Minderheit, völlig legitim, ist dagegen. Diese lautstarke Minderheit sorgt aber dafür, dass sozusagen die Politik davor zurückschreckt. Und das ist das grundsätzliche Problem, das wir hier haben. Gut, vielen Dank. Ich möchte jetzt nochmal, solange Herr Geiken da ist, auch die eine oder andere Frage an ihn richten, die hier aus dem Publikum kommt. Hier ist eine Frage von Herrn Schneider. Herr Dr. Geiken, wie beurteilen Sie die Effektivität der Vulnerability Disclosure Policy der Bundeswehr, das heißt die Einladung an IT-interessierte Schwachstellen der IT-Struktur der Bundeswehr mitzuteilen? Also normalerweise sind diese Vulnerability Disclosure Programme sehr ineffizient, einfach weil die, also entweder es sind Systeme, die sind räudig gesichert, dann kann man das natürlich machen und dann gibt es immer noch ein paar Hacker, die dann helfen, irgendwelche Schwachstellen zu patchen. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob sich da so wahnsinnig viele melden. Wir haben ja bei uns dann auch immer noch das Problem, dass so viele Leute in der Hackerkultur sich jetzt nicht so mit der Bundeswehr anfreunden können. Wobei sich das auch ein bisschen ändert. Das war so ein bisschen ein Generationsproblem. Inzwischen ist das, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen passé.
Aber das andere Problem ist mehr, dass die Expertise, die sie dazu brauchen, sie auch dazu befähigt, sehr gute Industriejobs zu machen. Und das ist auch jetzt nicht so eine einfache, mal so nebenbei Geschichte ist, eine Schwachstelle zu finden und zu fetchen. Und ob man das dann so neben der Arbeit, die man da hat, macht, weiß ich nicht. Und wenn es dann sowieso an interessantere Themen geht, also wie Betriebssysteme, die großen Architekturen oder sowas, da sind die Preise im Moment so abenteuerlich für eine gute Schwachstelle, wenn die exploitable ist. Also da können sie ja bis zu siebenstellige Beträge verdienen. Und ich weiß nicht, ob sie dann Bock haben auf so, ich weiß gar nicht, was man bei der Bundeswehr bekommt für eine Schwachstelle, wahrscheinlich nicht so viel. Aber dann verkaufe ich die lieber im Graumarkt. Also wer die Fähigkeiten hat, in der Liga zu schwimmen, der arbeitet entweder für Google, Amazon und verdient da so ein Traumgehalt und wird das nicht der Bundeswehr sagen, oder der ist halt Graumarkt-Hacker und verkauft es da und verdient sich da eine goldene Nase. Wir hatten ein lustiges Beispiel, fällt mir übrigens ein, mit Nox. Ja, Nox ist ja das Betriebssystem von Samsung, das auch von der Bundeswehr genutzt wird. Da gibt es auch diverse Schwachstellen. Ja, wenn Sie da irgendwie im Hackermarkt reingucken, da gibt es immer wieder Sachen, die Sie kaufen können. Im Graumarkt für diese Betriebssysteme ist alles andere als sicher. Ja, ist eigentlich nur ein Sammelsurium von quirligen Marketingmaßnahmen, die da so als Nox verkauft werden. Und aber ich glaube nicht, dass eine von den Schwachstellen irgendwie jemals auch nur der Bundeswehr gebeichtet wird, weil man dafür sofort mindestens sechsstellige Preise bekommt, wenn man da irgendwas Gutes drin findet. Also Resümee zu ziehen, wir haben nicht genug Geld, um da mithalten zu können, sondern das gleiche Problem, was Sie schon vorhin angeführt haben. Ich habe hier noch eine Frage für Sie und für Halle Masala. Was sollte denn im neuen strategischen Konzept der NATO zu EDT generell stehen? An Sandro Geigen die Frage, was wäre hier eine schöne, knackige Initiative der Deutschen? Naja, ich habe schon gesagt, also meine beiden Lieblingsprobleme sind Besoldung und Beschaffung. Wenn Sie da irgendwie mal mit der Brechstange rangehen wollen, das halte ich für unglaublich wichtig. Geht natürlich dann auch schon wieder, wie Carlo ganz richtig gesagt hatte, aber in die öffentliche Diskussion, da gibt es dann wieder, haben wir ja gesehen beim Untersuchungsausschuss wegen dieser McKinsey-Geschichten und so, gibt es eine mordsmäßige öffentliche Aufregung. Wenn man diese Mechanismen, also die Öffentlichkeit ist da so ein bisschen schizophren. Ja, einerseits wollen die diese komplexen, korruptionsvermeidenden Beschaffungsprozesse, aber andererseits sollen die bitte in 3 Monaten fertig sein, damit man auch neue Technologien anschaffen kann. Also da müssen wir nochmal irgendwie versuchen, einen geschickten Mittelweg zu finden, und da eine Initiative zu finden, wäre sicherlich auch für uns, für die Industrie nicht schlecht. Ja, also wenn man da irgendwie einen guten Weg findet, aber ich bin da wenig optimistisch. Selbst die Amerikaner haben ja eine ganze Reihe von Vehikeln sich ausgedacht, aber selbst die sind immer noch bei 12 bis 18 Monaten Beschaffung. Also auch da, das ist einfach so quasi ein Strukturproblem in demokratischen Staaten. Da kommen wir nur schlecht rum. Aber das wäre tatsächlich was ich mir wünschen würde. Ja, vielen Dank. Ich sehe, dass Ihre Zeit jetzt langsam abgelaufen ist. Euch. Macht's gut. Viel Spaß noch. Ciao, Carlo. Okay, vielen Dank. Jo, tschüss. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Frage an Carlo Masala. Auch die gleiche Frage, was sollte im neuen strategischen Konzept der NATO zu EDT generell stehen? Naja, zunächst einmal, dass sie ein massives Problem sind, dem sich die NATO sozusagen annehmen muss, aber eher über die Koordinierung der Aktivitäten ihrer Mitgliedstaaten als sozusagen als eigenständiges NATO-Feld. Weil, wie gesagt, die Finanzierung der NATO ist eher mau, generell gesagt. Also es gab eine Initiative, die ich sehr begrüßt habe, von Thomas de Maizière und Wes Mitchell in dem Bericht, zu sagen, die NATO braucht mehr Common Funding. Und das wird von vielen Mitgliedstaaten ganz einfach abgelehnt, weil sie die NATO dann natürlich zu einem Akteur macht. Ja, also wenn die NATO Geld zur Verfügung hat, dann kann die NATO halt damit umgehen. Und das ist das, was viele Mitgliedstaaten nicht wollen. Und deswegen wird es wenig in diesem Bereich von Common Funding geben. Aber das ist genau der Punkt, wenn Sie da der NATO eine Rolle zuschreiben wollen, dann braucht die NATO auch Geld, und zwar viel Geld. Und dann, und jetzt komme ich wieder auf das von Sandro zurück, dann muss das Geld auch relativ freizügig, schnell ausgegeben werden können, mit dem Risiko, dass man auch mal ein paar Millionen versenkt. So, und jetzt leben wir hier alle in der Bundesrepublik Deutschland. Versenken Sie hier mal im staatlichen Bereich ein paar Millionen, weil Sie ein Projekt finanzieren, von dem letzten Endes rauskommt, das geht nicht. Da haben Sie einen Bundesrechnungshof, da haben Sie den Spiegel und dann haben Sie den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. So, will das jemand? Das will kein Mensch.
Solange wir hier halt eine Mentalität, ich meine, es wird ja immer sozusagen davon geredet, von den Startups, solange der Staat und das Militär in diesem Bereich, ich rede nicht von generell, nicht die Mentalität von Startups sozusagen annimmt, solange wird sich da auch nichts ändern. Und solange wird es auch sehr unattraktiv sein für den kleinen, ich sage jetzt mal 15-Mann-Startup, der aber eine gute Applikation hat, mit dem Staat zusammenzuarbeiten. Weil schon allein die Frage, wo bekommt er sein Geld her, wenn der Startup ist, das bekommt er nicht vom deutschen Staat. Also wenn er nicht einen Privatinvestor findet und für den deutschen Staat arbeitet ohne Privatinvestor, dann ist der innerhalb von 3 bis 5 Jahren pleite. Punkt. Das ist völlig unattraktiv. Und wenn sich hier Mentalitäten nicht ändern, wenn sich dann sozusagen nicht nur Mentalitäten nicht ändern, sondern daneben auch das Haushaltsrecht und so weiter und so fort, wird es extrem schwierig, hier wirklich ja, innovativ zu sein. Innovativ zu werden. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt eine Frage an Professor Masala von Ulf von Krause. Trifft es aus Ihrer Sicht zu, dass die Großen sich derzeit zurückhalten, was vollautonome Waffensysteme betrifft, weil die Unsicherheit besteht, dass die Gegner auch solche Systeme einsetzen, was zu unkontrollierten Eskalationen führen könnte? Na, erstmal muss man sagen, dass es die vollautonomisierten Systeme noch nicht gibt. Man forscht an ihnen. Es gibt Fortschritte in bestimmten Bereichen, aber es gibt noch nirgends ein vollautonomisiertes System, das wirklich einsatzfähig wäre. Und deshalb halten die sich nicht zurück, sondern sie forschen einfach weiter dran, um zu gucken, sozusagen, was da noch möglich ist. Und sie sehen, also wenn sie, wie heißen die, Boston Robotics, sich mal angucken, was die mittlerweile schon in der Lage sind zu machen, das ist schon sehr beeindruckend. Also das heißt, der Zug geht in diese Richtung, aber diese Systeme sind halt nicht ausgereift. Und solange sie nicht ausgereift sind, werden die natürlich auch nicht in den Dienst gestellt, weil sie dann eine größere Gefahr darstellen als einen Vorteil. Das heißt, hier wird sich nicht zurückgehalten. Hier wird sozusagen noch immer offiziell unter dem Mantel, die USA fangen es langsam an zu verändern, unter Austin. Hier wird noch immer unter dem Mantel, ja, ja, sozusagen vollautonomisierte Systeme sind so ein Ding der Zukunft und sollen eigentlich nicht eingesetzt werden, weil letzten Endes soll der Man in the Loop bleiben. Aber wenn Sie sehen, wo die Forschung hingeht, dann geht die Forschung halt genau in Systemen, wo möglicherweise, ich weiß nicht wann, in 5, in 10, in 15 Jahren, the Man komplett out of the loop ist. Eingesetzt werden die erst, wenn die trustworthy sind. Ja, und das sind sie halt momentan einfach noch nicht. Ja, das ist wie bei den selbstfahrenden Autos, habe ich den Eindruck. Ne? Genau, richtig. Hier habe ich noch eine Frage von Rainer Meyer zum Felde. Wie offen stehen Frankreich und Israel den EDT gegenüber? Und inwieweit ist unser FCAST-Gemeinschaftsprojekt überhaupt gemeinsam mit Frankreich machbar, wenn Deutschland das am liebsten alles unterbinden würde? Hallo Rainer. Israel steht dem absolut, also ich meine, Israel ist einer der kleinen, wichtigen Akteure in der Innovation von solchen Sachen. Und die israelische Armee, die buttert da extrem viel Geld ein und es ist eine enge Verzahnung sozusagen mit der IDF, die diese Startups haben. Ja, die Franzosen stehen dem auch sehr offen gegenüber. Haben aber das Problem, dass sie auch selbst sozusagen für französische Maßstäbe, sie geben da mehr Geld für diese Forschung aus als wir in der Bundesrepublik Deutschland, aber im Vergleich sozusagen zu anderen Staaten ist es noch immer zu wenig. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Also ich würde jetzt mal vermuten, wenn die Diskussion in Deutschland sich nicht grundlegend ändert, werden wir am Ende des Tages 2 FCAS-Systeme haben. Eins sozusagen, das vollautonomisiert begleitet wird und eins sozusagen, das nicht vollautonomisiert begleitet wird und das wir Deutschen dann kaufen werden. Weil man sieht sozusagen in der ganzen Diskussion, dass die Reise genau dahin geht. Also während man sozusagen von deutscher Seite immer betont, die Vollautonomisierung ist nicht erwünscht, ist von französischer Seite genau das, was die Begleitsysteme anbetrifft, erwünscht. Wenn sich dieser Widerspruch nicht löst, und ich gehe jetzt auch nochmal davon aus, dass wir in Zukunft aufgrund von finanziellen Notlagen in Europa, damit meine ich jetzt nicht EU-Europa, sondern Europa, auch noch Tempest mit FCAS verheiraten werden, ja, dann haben wir noch einen weiteren Akteur, der sozusagen auf diese Vollautonomisierung geht.
Und letzten Endes sind wir Deutschen dann die Letzten von den großen europäischen Akteuren, der noch immer eine Tabuisierung bei der Diskussion von vollautonomen Waffensystemen hat. Daran wird FCAS nicht scheitern, weil die Franzosen sozusagen es weiter betreiben werden, sondern es wird eher dann sozusagen zwei Formen von FCAS geben, wäre meine Vermutung. Ja, das ist nicht gerade eine gute Aussicht. Vor allen Dingen, es macht einen natürlich schon deprimierend, was du gesagt hast über die mangelnde politische Führungsfähigkeit. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo wir einen Bundeskanzler hatten, der sich hier vertieft mit strategischen Fragen beschäftigte. Der hieß Helmut Schmidt und wäre in seiner Partei heute ein totaler Außenseiter. Kannst du dir die Bedingungen vorstellen, unter denen auch mal wieder so ein Mensch wie Helmut Schmidt Bundeskanzler oder ein wirklich durchgreifender Bundesminister wird? Oder ist das sozusagen ein Lost Case? Also ich habe hier einige Bemerkungen aus dem Publikum, die sagen, die können sich nicht vorstellen, dass die politische Kaste in Deutschland sich da mal ändert. Also es gibt zwei Bedingungen eigentlich, unter denen sowas passieren könnte. Die eine ist, und das würde ich mir jetzt ungern wünschen, wir werden in einen militärischen Konflikt verwickelt, also über unsere Mitgliedschaft in der NATO, über unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union, in der wir wirklich sozusagen materiell und personell erhebliche Schäden zugefügt bekommen durch den Einsatz von Hochtechnologie oder Disruptive Technologies. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo sozusagen, das könnte einer der Kipppunkte werden, in dem dann eine andere Diskussion möglich ist. Möchte ich nicht erleben, aber man muss realistisch sein. Meistens passiert sowas nach verlorenen Kriegen, muss man auch ganz einfach sagen. Da gibt es immer ein Window of Opportunity, sozusagen, um komplett was Neues zu machen. Der zweite Punkt ist, ich sehe es momentan einfach nicht, dass das noch möglich ist. Und ich sage jetzt mal zwei Sachen. Es gab einen gescheiterten Verteidigungsminister aufgrund sozusagen persönlicher Verfehlungen, der versucht hat, eine Diskussionskultur in Deutschland zu ändern. Das war der zu Gutenberg. Ja? Und man hat ihn das machen lassen, aber man hat nach seinem Rücktritt auch gesehen, wie schnell man das wieder zurückgezogen hat. Ja? Also sozusagen, weil das, glaube ich, war mit seiner Popularität verbunden und dann hat man ihn einfach machen lassen. Aber letzten Endes muss man ganz einfach sagen, auch er konnte nicht verhindern, dass das Verteidigungsministerium 8 Milliarden sparen musste und deshalb die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Ja, also selbst sozusagen diese, ich sage jetzt mal Klartextredner, charismatische Person von zu Gutenberg konnte nicht verhindern. Das war derjenige, der letzten Endes dann Schäuble die Wehrpflicht einfach liefern musste, weil er einsparen musste. Zweiter Punkt, den man auch sehr klar sieht, und jetzt kommen wir auf ein größeres Problem. Also, ich finde ja, dass die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die einzige Person ist, und jetzt unabhängig davon, ob man das in allen Fragen teilt oder nicht, die eine klare geostrategische und strategische Argumentation mit Blick auf vielen Fragen sozusagen an den Tag legt. Ist sie in der Lage, sich mit all dem in der Bundesregierung durchzusetzen? Nein. Das Auswärtige Amt und das Bundeskanzleramt, also die gleiche Parteifarbe, drehen oftmals Sachen von ihr wieder zurück. Stichwort Fregatte. Ja? Also, dass die Fregatte counterclockwise fährt, damit die Chinesen nicht verärgert werden, kommt nicht aus dem Verteidigungsministerium. Das kommt von anderer Stelle. Es kommt aber auch nicht aus dem Auswärtigen Amt. Also von daher, ja, man hat diese Person, aber unsere strategische Kultur ist ja so in den Grund gefahren, dass sozusagen mit Blick auf die politische Führungsebene ich da wenig Erwartungen habe. Es sei denn, Szenario 1 tritt ein, was ich nicht erleben möchte. Ja, Szenario 1 ist die Erfahrung, die Frankreich gemacht hat und die dazu geführt hat, dass nach 1945 Frankreich doch eine ganz andere strategische Kultur entwickelt hat als Deutschland. Und ich befürchte auch, dass wir irgendwann mal in diesen Weg gehen müssen. Die Frage ist nur, was man dabei alles verliert. Ne? Genau, richtig. Und gut, ich habe hier noch eine Frage, Herr Professor Masala. Die EU, aber es ist jetzt ganz was anderes, setzt als Reaktion auf Cyberangriffe bislang auf eine im Jahr 2017 entwickelte Cyber-Diplomacy-Toolbox.
Halten Sie dieses Instrument noch für angemessen und zeitgemäß? Also ohne auf die Instrumente im Einzelnen einzugehen. Also es gibt einen Punkt, der natürlich wünschenswert ist. Das muss man ganz einfach sagen. Die EU, sehr stark auch getrieben vom Auswärtigen Amt, bemüht sich um die Etablierung von Normen im Cyberraum. Ja? Und da steht natürlich eine richtige Idee dahinter. Ja, also sozusagen diesen Cyberraum zu einem regulierten Raum zu machen. Das Problem ist nur Folgendes. Und jetzt komme ich sozusagen, glaube ich, auch Joachim in der Logik sozusagen sehr entgegen. Also wenn ich mir angucke, und ich nehme jetzt ganz einfach mal die alte klassische Rüstungskontrolle. Ja? Auch so ein Steckenpferd des Auswärtigen Amtes und eigentlich jeder Bundesregierung. Nimm die klassische Rüstungskontrolle. Und ich stelle mir immer die Frage, historisch gesehen, wann war denn die möglich? Und dann stelle ich fest, die war immer dann möglich, wenn beide Seiten gesehen haben, sie haben das Potenzial, der anderen richtig Schaden zuzufügen. So. Und jetzt kommt genau der Punkt. Das fehlt. Also ich habe nichts gegen Verhaltensregeln im Cyberraum. Ich finde, die brauchen wir. Nur, momentan kann ja keiner den Russen und den Chinesen oder den Iranern sagen, wenn ihr euch darauf nicht einlasst, haben wir Fähigkeiten, die euch so massiv schädigen können. Und da kommen wir wieder auf den Punkt mit den offensiven Operationen zurück, dass ihr es besser lasst. Und dann haben auch die Iraner, die Chinesen und die Russen ein Interesse, das zu regulieren, weil sie natürlich auch nicht ständig den Angriffen ausgesetzt sein möchten, denen wir ausgesetzt sind. Also solange wir unser Denken da nicht ändern, kommen wir auch nicht zu einer allgemeinen Normen und Regeln und Verhaltensweisen Übereinkunft mit denjenigen Staaten im Cyberraum, die halt wirklich ein Problem darstellen. Ja, das ist sozusagen die Kritik an der Rüstungskontrollpolitik dieser Bundesregierung, die überall nach möglichen Technologien sucht, die gefährlich sein könnten und wo man dann versucht, irgendwelche multilateralen Gremien zu gründen, bei denen man mit Gleichgesinnten über die Abschaffung oder Regulierung dieser Waffensysteme behandelt, was meines Erachtens absehbar zu nichts führen wird. Aber das ist im Augenblick die Position des Auswärtigen Amtes. Wer mal eine Kritik der deutschen Rüstungskontrollpolitik lesen will, im neuesten Heft von Sirius haben wir da mehrere Artikel, die sich sozusagen sehr kritisch auch mit der deutschen Rüstungskontrollpolitik auseinandersetzen. Im Übrigen, Heft 3 von Sirius wird sich mit dem Thema befassen, Verteidigungs- und Bündnispolitik in der Ära Merkel, Fragezeichen verlorene Jahre. Und also auch da haben wir dieses Thema, übrigens weitgehend mit Autoren, die aus dem Ausland kommen und die eine Sichtweise der deutschen Sicherheits- und Bündnispolitik geben, die im Ausland meines Erachtens vorwiegend ist und die dem entspricht, was Carla Masala uns dort vorgetragen hat. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Grundproblem der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir haben es nicht erst seit Frau Merkel, davor war es auch nicht viel besser. Und insofern ist das nicht nur ein Phänomen der Ära Merkel, sondern ein längeres Phänomen. Eigentlich ist seit einem Vierteljahrhundert Verteidigungspolitik und auch Allianzpolitik bei uns stiefmütterlich behandelt worden. Richtig. Gut. Ich schaue mal, da sind noch also hier sagt noch Maya zum Felde, zum NATO-Funding bin ich etwas optimistischer. Das Problem hatten wir auch 2003 schon, dass mit ACT, mit Concept Development und Experimentation Millionen hätten gespielt werden müssen, für die es kein Budget gab. Die Lösung war, dass das damalige US Joint Force Command uns Europäern ihre CDI-Ergebnisse umsonst überließen, dank des doppelhütigen SET. Ja, sonst haben wir auch nicht mehr viel an Fragen. Ich habe noch von Achim Deja, danke für die hervorragende Qualität der Argumentation. Das ist ja auch mal was ganz, ganz Nettes, sonst kriegt man ja meistens mit diesen Argumenten bedrohende E-Mails nach dem Motto, man sei Kriegstreiber. Aber wir sind heute keine Kriegstreiber, sondern wir versuchen eine vernünftige Diskussion. Nein, das ist ja auch sogar der Punkt, den man ja mal sehen muss. Ich meine, ich weiß, dass ich jetzt hier sozusagen ohnehin vor dem Bekehrten predige mit Joachim. Wenn eine Seite über Fähigkeiten verfügt, die die andere Seite nicht behindern kann, dann wächst die Kriegsgefahr.
Weil dann ist sozusagen das, was jeder, also wann fängt man einen Krieg an? Ich fange dann einen Krieg an, wenn ich glaube, ich bin dem anderen überlegen. Ich fange nicht einen Krieg an, wenn ich sozusagen, jeder, der Krieg anfängt, will eigentlich schnell zum Sieg kommen. Ja, durch den harten, kurzen Einsatz von Material und Mensch einen überwältigenden Sieg erreichen. Also wenn ich Fähigkeiten habe, die mir suggerieren, ich schaffe das, dann wächst die Kriegswahrscheinlichkeit. Wenn ich aber wahrnehme, der andere hat Fähigkeiten, wo ich vermuten muss, dass es keine kurze, schnelle und sozusagen überwältigende in meinem Sinne Auseinandersetzung wird, dann werde ich eher zurückhaltender sein, einen militärischen Konflikt oder jetzt sozusagen einen Konflikt mit hybriden Mitteln anzufangen. Und das ist die Logik, die viele Leute nicht verstehen. Ja, also wenn man sozusagen für ein Gleichziehen plädiert man nicht für ein Gleichziehen, weil man vorhat, den anderen irgendwann mal längerfristig zu überfallen, sondern weil es den anderen davon abhalten wird, seine Mittel gegen mich einzusetzen. Und das ist das grundlegende Missverständnis, das wir in der Bundesrepublik Deutschland, ich würde sagen, schon seit ganz, ganz langem haben, also auch sozusagen vor dem Fall der Mauer, aber was halt seit dem Fall der Mauer leider Gottes in vielen Parteien und gesellschaftlichen Diskussionen dominiert. Ja, das stimmt und das ist leider so der Fall. Wobei noch eine Ergänzung ist, manchmal denken Staaten, dass sie mit einer schnellen Aktion einen schnellen Sieg erreichen können und dann war das nachher doch anders. Ich denke nur an den Beginn des Ersten Weltkrieges. Nee, deshalb habe ich immer nur gesagt, wenn ich davon überzeugt bin als Staat, ja, dass klar, es realitär manchmal auch anders ist, das haben wir gesehen. Es kann auch anders losgehen und das, so entstehen manchmal ganz schlimme und lange Kriege. Ja. Gut, ich habe jetzt im Augenblick auch keine Fragen hier mehr und ich sehe auch, dass die Teilnehmerzahl so ein bisschen absinkt. Wenn unsere Partner von der DAG nichts dagegen haben, würde ich dann vorschlagen, dass wir uns langsam sozusagen in die Endrunde begeben. Und Herrn Geigen haben wir schon gedankt. Carlo Masala möchte ich an dieser Stelle auch nochmal danken. Das waren alles sehr interessante Ausführungen und ich bin sehr viel klüger geworden, muss ich sagen, und sehe viele Dinge sehr viel anders und differenzierter oder fühle mich in vielen Dingen bestätigt, die ich bisher mit mir herumgetragen habe. Und gebe nochmal an unseren Partner von der DAG zurück. Ja, vielen Dank, Herr Professor Krause. Mir bleibt meinerseits nichts anderes, als mich für eine sehr gehaltvolle und erhellende Diskussion und übrigens streckenweise in der Tat deprimierende Diskussion zu bedanken, die uns zwangsläufig wohl längere Zeit erhalten bleibt, ergebnisoffen. Ich kann an dieser Stelle nur noch auf die künftigen, noch bevorstehenden Veranstaltungen im Rahmen der Reihe NATO 2030 hinweisen. Das ist einmal unter der Federführung des Regionalkreises Niederrhein am 30. Juni zum Thema die künftige Rolle Europas, strategische Autonomie oder transatlantische Solidarität. Und am 14. Juli Frankfurt am Main, Forum Frankfurt am Main, NATO 2030 und der Beitrag Deutschlands, zaudernde Macht in der Mitte Europas, das ergänzt gewissermaßen die heutige Diskussion auch ein wenig. Ich bedanke mich allseits für die Aufmerksamkeit und wünsche allen Beteiligten einen guten Abend.